Charlie ist tot. Lang lebe Charlie. Naja, ich hatte tatsächlich ziemlich Glück, denn ihr wisst ja alle. Wow, jemand mit roten Haaren, der über 18 wird. Ich habe auch immer gedacht, die Dinger sterben schon mit 5. Ich habe eine Iced Out Mac 10, das wusste ich überhaupt nicht. Wie komme ich denn da rüber? Enemy spy plane inbound. So nicht. Ah. So komme ich darüber. Es gibt auf jeden Fall Grund zu feiern, denn nicht nur habe ich am Sonntag wieder ein Video hochgeladen, oh mein Gott, das ist weißer als meine Hautfarbe. Es gibt Grund zu feiern, denn nicht nur habe ich heute wieder am Sonntag ein neues Video hochgeladen, sondern ist auch noch mein 24. Geburtstag. Ja, ich wüsste auch nicht, was man da feiern soll. Happy Birthday! Ich bin ehrlich mit euch, seit dem 18. Geburtstag geht's mit mir bergab. Ich meine, in dieser Zeitspanne ist jetzt mittlerweile so viel passiert. Ich meine, ich habe jetzt einen Bart. What the fuck? Wer lauert hier? Rosettenrudi, halt die Fresse. Rosettenrudi hustet mir jetzt Mikro, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe jetzt sogar einen Bart. Ich weiß, der macht mich jetzt nochmal 6 Jahre älter, aber vergessen wir es. Bei 1000 Likes auf diesem Video rasiere ich ihn sogar ab. Es tut sich auch, glaube ich, keiner mehr Call of Duty an, kann das sein? Außer ein paar OGs, Floyd zum Beispiel. Ich meine, Floyd hat mittlerweile sogar mehr Abonnenten hier auf YouTube als ich. Das hat mich letztendlich wachgerüttelt. Dieser Typ. Dieser Typ. Da muss ich was ändern. Er hat sogar mittlerweile ein geileres Setup als ich. Dieser Typ. Silas wartet mittlerweile darauf, dass sein erster AMG geliefert wird. Und ich darauf, dass endlich mal mein Butterchicken ankommt. Das dauert ewig. Und Flo bzw. Warren ist, glaube ich, mittlerweile erfolgstechnisch in ganz anderen Sphären unterwegs. Ich meine, der chillt mit Kai Pflaume und so. Ich glaube, wenn Flo das wollen würde, sitzt er nicht im VIP-Bereich, sondern im abgetrennten Backstage-Bereich des VIP-Bereichs. Und wo ich so sitze, habt ihr in meinem Boxcom-Vlog gesehen. Ich habe aber was erkannt, keine Sorge. Macht euch keine Sorgen um mich, ich habe gute Augen. Ich meine, Flo ist, glaube ich, viel zu cool, um wirklich im Backstage-Bereich des VIP-Bereichs zu chillen, aber er könnte, wenn er wollte. Er könnte. Und ich könnte vielleicht auch mal die Fresse halten, denn ich könnte es auch wirklich all meinen Jungs. Also, for real, die haben darauf gegrindet und jeden Erfolg, den sie haben, mehr als doppelt verdient. For real. For real, for real. Außer Floyd, dem gönne ich wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich habe 2018 ungefähr einen Podcast damals mit Flo gemacht und der war so semi-erfolgreich. Und wenn es mal wirklich richtig, richtig gut lief, hatten wir sogar über 100 Hörer. Also, wenn es wirklich, wirklich gut lief. Und mittlerweile hat Flo einfach einen Spotify-Exclusive-Podcast mit 2 der größten Influencer in Deutschlands. Ich weiß gar nicht, an wem es lag, dass unser Podcast nicht so erfolgreich war. Mir wurde aber dafür letztes Jahr ein Spotify-Wrapped-Screenshot eingeschickt, auf dem der Podcast von Varian und mir auf Platz 1 der Top-Podcasts war. Also irgendeine Person hatte den Podcast von Varian und mir als Top-Podcast bei sich im Jahresrückblick. Und das macht mich auch ein bisschen stolz. Vielen Dank für den Support, Mama. Boah, Mutter gefickt. Ey, die Map macht Spaß. Ich steche dich ab mit Döner-Schneidegerät. Zack. Einmal mit alles. Shit. Den fick ich auch noch, komm. Ey, hopp da. Marsch, dein Sohn. Und sonst so, mein Studium lief zum Beispiel super. Ich hatte nach so 36 abgeschlossenen Kursen von 40 ungefähr insgesamt einen Durchschnitt von 1,2, 1,3 oder so. Klingt ziemlich schlau, oder? Wartet, bis die Story zu Ende ist. Wisst ihr noch, was ich damals mal in einem Video gesagt hatte, was noch schlimmer als Mathe ist? Ey, Top Play! Mit einer Shotgun, dafür habe ich einen Dislike verdient. Es handelt sich beim gesuchten Begriff um die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen. Wobei besonders die automatische Verarbeitung mit Digitalrechnern betrachtet wird. Informatik. Eigentlich hat Informatik nicht so viel zu tun mit meinem Studium, aber es gibt so einen Teilbereich in der Medienbildung, wo man eben 4 Informatikklausuren insgesamt schreiben muss. So Java zum Beispiel oder Syntaxdiagramme oder ich erschieß mich gleich. Und ich habe 3 von 4 Klausuren bestanden. Einmal mit einer 2, einmal mit einer 3 und einmal mit einer 4. Und die letzte, die habe ich, glaube ich, 4-mal geschrieben in 4 Jahren. Und in diesen 4 Jahren habe ich 4-mal die Vorlesung gehört, 3-mal die Übung mitgemacht, war Teilnehmer bei 2 Tutorien, habe mir ein externes Buch gekauft, was heißt Java für Dummies. Und ich habe mir auf halb illegaler Weise eine Altklausur irgendwie besorgt. Und naja, was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt. Ich habe am Ende mit einer 2+ bestanden. Ne, ich habe 4-mal verkackt. Das sind diesen glassen Tränen. Ich meine, erklär das mal deinen Eltern. Erklär das erstmal dir selbst. Naja, das mit dem Studium hat dann kurz vor dem Bachelor nicht geklappt. Aber ich meine, ich glaube, ich bin eh zu hässlich für diese Fernsehshow. Also abonniere mich doch bitte auf Instagram, Charlie Wolfitz. Also man kann sagen, es lief letztes Jahr wirklich alles rund bei mir. Nicht nur hat das mit meinem Studium nicht geklappt, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gewogen wie letztes Jahr. 128 Kilogramm. Ich meine, ich bin mittlerweile 20 Kilo leichter, aber es ist ein langer Prozess. Dann ist mein Opa auch noch letztes Jahr gestorben und der war so humoristisch eigentlich ein sehr, sehr großes Vorbild von mir und generell auch einfach ein wichtiger Teil von meinem Leben. Und die letzte Version, die er von mir gesehen hat, war einfach die 128 Kilo Fettsack-Version. Ich fass es nicht. Das ist aber for real traurig. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ich meine, 2022 kann doch nur besser werden. Es geht doch nicht anders. 2022 wird besser, weil ich es einfach besser mache. Bewertet dieses Video oder ihr verkackt eure nächste Klausur, die ihr schreibt. Und wünscht mir vielleicht Happy Birthday in den Kommentaren. Oder wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, dann kommentiert mit dem Hashtag Syntaxdiagramm. 2022 wird besser. Also es muss besser werden.
Enemy spy plane inbound.